Hallo meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch zum heutigen Livestream. Hi Nami, grüß dich Gajin. Weiter geht's mit Harry Potter Hogwarts Mystery. Und ich hoffe, dass bald die Musik wiederkommt. Wir treffen uns jetzt mit Merula, der alten Autohupe. Yeah, Musik. Traurige Musik, sinnlos traurige Musik, aber Musik. Warum wolltest du dich mit mir treffen, Yu? Ich muss Hayden wirklich unbedingt und muss Hayden wirklich unbedingt hier sein? Seit der Aktion im Krankenhaus tut sie ständig so, als wären wir befreundet. Vielleicht würde es dir gut tun, wenn du etwas mehr Freunde hättest. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich wollte dir für deine Hilfe mit Burke. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben, oder? Ja, warum habe ich Burks geschrieben? Moment. So, so geht's. Was geht so? Ja, nicht viel. Das eine Harry Potter Update wollte ich euch eben, wie gesagt, heute zeigen. Und ja, mir ist ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich gestern ein bisschen zu viel gesoffen habe, aber egal. Du hattest recht. Es gab wirklich einen Agenten von R, der St. Mungo infiltriert hat. Habt ihr ihn erwischt? Wer ist mit? Nein. Er wurde von jemandem gerettet. Merula, ich muss wissen, wer die schwarze Metamorph-Magus-Hexe ist. Nein, ich kann nicht über sie reden. Ich muss erfahren, wer sie ist. Sie ist überall, Merula. Wir wollen beide dasselbe, und zwar R zur Strecke bringen. Sie hat einen unbrechbaren Schwur geleistet, oder? Ich kann nur mithelfen, wenn du mir erzählst, was du weißt. Ich weiß, dass du dich in Gefahr begibst mit dieser Sache als Doppelagentin, aber... Na gut, ich werde dir erzählen, was ich über sie weiß. Oh, okay. Hör genau zu, ich will mich nicht wiederholen. Bam, 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 bam. So viel Farbe hier. Da! Ah! Und dann erwische ich genau die ohne Farbe. Ach Mann. Da man nur die 4 anklicken kann, kann ich eigentlich die ganze Zeit da weitermachen. Ist auch immer nett. Kann eine zu volle Festplatte einen blauen Bildschirm verursachen? Eher unwahrscheinlich. Außer es ist durch die volle Festplatte irgendein Fehler bei einem Update passiert oder so. Dann könnte man es durchaus vorstellen. Die schwarze Metamorph-Magus-Hexe wird als Direktorin genannt, okay? Und sie ist ein hochrangiges Mitglied von R. Ist das alles, was du über sie weißt? Sie ist diejenige, die dich für R angeworben hat, oder nicht? Merula, wenn es irgendetwas gibt, das du mir verschweigst, ich habe dir alles erzählt, was ich über sie weiß. Mehr weiß ich wirklich nicht. Merula? Warum sollte ich dich anlügen? Ich habe dir gesagt, dass ich nicht mehr über sie weiß. Warum glaubst du mir nicht? Ich glaub dir doch. Tut mir leid, dass ich nicht den Anschein hatte. Danke, es gibt keinen Grund mehr für mich, darüber zu lügen, was ich weiß oder nicht weiß. Okay, du willst mir eindeutig nicht mehr erzählen, lass uns einfach weitermachen. Ich weiß, dass wir nicht immer einer Meinung sind, aber du musst vorsichtig sein, Yu. Was du am besten machst, du gehst jetzt unter dieser PC auf das Laufwerk C, machst rechter Mausklick Eigenschaften und klickst dann auf Bereinigen und dann links unten auf System bereinigen. Und da wählst du dann alles aus, was zum Bereinigen ist und drückst auf OK. Dann du hast wieder einiges an Speicherplatz frei machen. Mit der Direktorin ist nicht zu spaßen.
Sie scheint viel mächtiger als Ragpick zu sein. Ragpick war achtlos und hat Fehler gemacht. Die Direktorin macht keine Fehler. Niemals. Merula, bist du besorgt um mich? Ich mach mir Sorgen, dass du etwas Idiotisches tust und mich in Gefahr bringen wirst. Bah, tu einfach nichts Dummes. Ich muss los und sag Hayden, sie soll aufhören, so zu tun, als wären wir befreundet. Diese Information von Merula, ich sollte mit Mad-Eye darüber sprechen. Es ist an der Zeit für einen Besuch im Zaubereiministerium. Nase juckt. Danke, dass du Zeit für mich hattest, Mad-Eye. Ich habe gerade einige Informationen von Merula bekommen, die du bestimmt interessant finden wirst. Ich habe erfahren, dass die Metamorph-Magus-Hexe von R auch als Direktorin bekannt ist. Sie ist eine hochrangige Persönlichkeit. Interessant, diese Information hilft uns definitiv weiter, was R angeht. Und bist du wirklich Moody? Jetzt ist sie keine Unbekannte mehr. Wie sich herausstellt, war Burke als Geheimagent im St. Mungo. Ich habe ihn zur Rede gestellt und wir haben uns duelliert, aber heraus damit. Er ist entkommen. Die Direktorin ist ins Krankenhaus appariert und sie konnte fliehen. Aber vorher hat Burke etwas gesagt, und zwar, dass ich das Licht sehen und nach Hause kommen würde, wenn ich R nur besser verstehen würde. Ich verstehe. Tut mir leid, Mad-Eye. Das ist alles, was ich von Burke und Merula in Erfahrung bringen konnte. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Das hast du super gemacht. Und es freut mich zu sehen, dass sich Merulas Arbeit als Doppelagentin auszahlt. Aber es macht mir Sorgen, dass sie sich beinahe enttarnt hätte, als sie im St. Mungo aufgetaucht ist. Woher weißt du davon? Sei vorsichtig, Tazard. Arbeite weiter im McCurry als Vermittlerin und als Wachposten für eure Treffen. Vorerst sollten wir uns jedoch auf die Gegenwart konzentrieren. Es sind einige Dinge geschehen, von denen du erfahren solltest. Ah ja. Ich brauche was zum Trinken, einen kleinen Moment. Moin, Skabor! Ich begrüße Sie. Panzer, ich begrüße Sie. Du bringst Jacob in einen geheimen Unterschlupf? Ja, Professor Dumbledore und ich haben beschlossen, dass es das Beste für ihn ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass Jacob noch einmal verflucht wird. Er muss unbedingt bei der Verhandlung vor dem Zauberkamott aussagen. Freue mich, dass du wieder mal da bist. Ich hoffe, das wird jetzt öfter werden. Zumindest zweimal pro Woche will er jetzt streamen. Mindestens. Natürlich, es ist wichtig, dass der Zauberer mit dem weißen Umhang auch weiterhin in Azkaban weggesperrt wird. Allerdings, und wir werden dafür sorgen, indem wir Jacob in einem geheimen Unterschlupf unterbringen. Kannst du mir sonst noch etwas über den geheimen Unterschlupf erzählen? Wir haben keine Zeit für zu viele Fragen. Du kannst mir eine Frage stellen.
Wie sicher ist er denn? Ich habe ihn schon früher zu diesem Zweck benutzt. Dort wird niemand nach deinem Bruder suchen. Oh, das ist scheiße. Spätschicht. Yeah. Ja. Ich gebe dir mein Wort, dass Jacob an keinem sichereren Ort sein könnte. Deine Frage wurde beantwortet. Jetzt müssen wir los. Okay, lass uns Jacob in Sicherheit bringen, damit er bei der Verhandlung vor dem Zaubergemord aussagen kann. Scheiß Halskratzen, ich hasse es. Ihr habt doch irgendwo... Ja, was hab ich denn da? Nee, dachte ich. Ich dachte, ich hätte irgendwo Halsbonbons. Hoppala. Ups, falsch. Tazad, da bist du ja. Ich dachte schon, wir müssten uns ohne dich von hier weg apparieren. Wir werden appariert. Ja, das ist der schnellste Weg, um zum geheimen Unterschlupf zu gelangen. Medai hat mir erzählt, dass du schon einmal mit ihm Seite an Seite appariert hast. Du bist praktisch schon ein Profi. Eigentlich hätten wir es schon selber lernen können, aber nein. Ich weiß nicht, ob ich mich als Profi bezeichnen würde. Ja, aber bei mir ist es meistens wegen meinem ständigen Sodbrennen. Ich werde dir einige Tipps geben. Hör mir einfach nur gut zu. Bist du auch angepisst mit so einem Kürbis auf dem Kopf? Ja, ein Kürbis auf dem Kopf ist ein Döner. Hoppala! Echt jetzt? Das sind alle Zwerge, weil Kinder in Hogwarts Mystery nicht wachsen. Das pisst mir also an, immer. Unser Charakter ist 17 und er ist immer noch so ein laufender Meter. Oder von mir aus ein laufender Meter 20. Okay, also, ich soll mich einfach sehr gut an dir festhalten. Und versuch dich nicht auf meine Jacke zu übergeben. Los, lass uns ein paar Mal hier im Raum hin und her apparieren. Wenn man es einige Male gemacht hat, ist es fast wie atmen. Und bloß nicht kotzen! Ja, das ist eben das Nervige in dem Spiel. Wenigstens haben wir schon Bartwuchs. Naja, immerhin ist dir nicht übel geworden. Doch, das ist ein gutes Zeichen, oder etwa nicht? Es ist fantastisch. Ich wusste, dass dir das Apparieren nichts ausmachen würde, Pip. Es bedeutet auch, dass du bereit bist für die Reise zum geheimen Unterschlupf. Aber meine Aufgabe... What the fuck, wie hat sie ihr Bauch gerade bewegt? Das war sehr eigenartig. Keine Sorge, Mr. New, das Timing ist in Wirklichkeit hervorragend. Deine Aufgabe hier in St. Mungo sind erledigt. Es war eine absolute Freude, dich hier zu haben. Im Krankenhaus wird es ohne deine Anwesenheit etwas langweilig sein. Vielen Dank, Madame Stroud. Das bedeutet mir eine Menge. Ja, Ash ist seit 20 Jahren 10. Ja, das kommt auch dazu. Nein, mein Lämpchen. Mäh. Ich danke dir.
Oder, nee, Lämpchen. Mäh. Mäh. Egal. Deine Arbeit hier war einfach überragend. Der Hals tut zu weh. Wenn ich es genau bedenke, hast du schon einmal über eine Karriere als Heiler nachgedacht. Ich glaube, das würde hervorragend zu dir passen. Wie wär's mit... Nein. Ich glaube nicht, dass eine Karriere als Heiler etwas für mich ist. Die ganzen nörgelnden Patienten würden mir so schnell auf den Sack gehen. Madame Stroud, es freut mich, dass Sie mich für geeignet halten. Aber du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Manchmal müssen wir einer anderen Berufung folgen. Das verstehe ich. Du wirst große Taten vollbringen, Mr. New. Vielen Dank, Madame Stroud, für alles. Ich habe wirklich eine Menge von Ihnen gelernt. Bist du startklar, Tazard? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Lass uns Jacob in den geheimen Unterschlupf bringen. Vergiss nicht, dich gut festzuhalten. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt, Pip. Hör auf, mich Pip zu nennen. Zähl ab, Tazard. Bei drei geht's los. Okay, drei. Okay, eins, zwei. Drei. Witzig. Und pfupp, weg ist er. Schon wieder dieser Dude. Wer ist sie? Egal. Ernsthaft, der Fuchsbau? Übrigens, Fuchsbau. Ja, okay, man sieht den Aufbau, aber... Irgendwie schaut er komisch aus. Hallo, ich will hier rein. Die Uhr. Willkommen im Fuchsbau, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Mrs. Weasley, mit Ihnen hatte ich nicht gerechnet. Der Fuchsbau sieht genauso gemütlich aus wie bei meinem letzten Besuch. Das war, glaube ich, beim Weihnachtsevent. Du warst schon einmal hier, Pip? Ich war zu Weihnachten eingeladen, genau. Das war wirklich toll. Merula war auch dabei. Die Weasleys waren so nett, ihr Zuhause als geheimen Unterschlupf für Jacob bereitzustellen. Das ist sehr nett von Ihnen, Mrs. Weasley. Aber natürlich, meine Lieben, dein Bruder ist hier in Sicherheit. Mhm. Komm mit, Molly. Wir haben einige Dinge zu besprechen, was Jacobs Aufenthalt hier betrifft. Tazard? Jacob? Stimmt etwas nicht, Jacob? Du scheinst mich nicht Pip genannt zu haben. Du scheinst dich nicht besonders darüber zu freuen, hier zu sein. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin dankbar dafür, dass sich alle so um meine Sicherheit sorgen, aber du magst es nicht, von der Aktion ausgeschlossen zu werden. Du kennst mich wirklich gut. Möchtest du darüber sprechen? Vielleicht kann ich dich beruhigen. Du solltest mit mir ein Klick-Event machen. Nee. Sollte ich nicht derjenige sein, der dich beruhigt? Schließlich bin ich der ältere Bruder. Aber es wäre schön, mit jemandem darüber zu sprechen. Verzeihung. Beim Lesen werde ich einfach immer müde. Ja. Ich bin den ganzen Tag schon ein bisschen müde. Morgen werde ich lange ausschlafen.
Na, wie lange dauert's, bis du merkst, dass wir fertig sind? No? Jetzt, okay. Verstehst du, warum ich mir Sorgen mache, Pip? Wie wär's mit nein? Computer sagt nein. R wird vor nichts Halt machen, um beide Hälften der dunklen Schriftrolle zu bekommen. Und wenn ich hier herumsitze, dann... Ganz ruhig, Jacob. Ich kann verstehen, warum du nervös bist. R ist erbarmungslos. Das musste ich aus erster Hand erfahren. Ich... Es tut mir so leid, Pip. Hör auf mich, Pip, zu nennen. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte dich nicht in meine Probleme hineinziehen dürfen. Zum Glück hast du es getan, sonst würdest du immer noch feststecken, du kleines Schweinchen. Ich musste jahrelang ohne meinen großen Bruder leben, dich wohlbehalten wiederbekommen zu haben. War es voll und ganz wert. Pip, ich leck mich. Lass uns nicht zu rührselig werden, Jacob. Du solltest nur wissen, dass du dich auf die Unterstützung von mir und von allen unseren Freunden verlassen kannst. Was heißt unseren Freunden? Meinen Freunden. Nach der Verhandlung kannst du weiter nach der dunklen Schriftrolle suchen. Versuch dir keine Sorgen zu machen. Es tut mir leid für die Unterbrechung, aber eine Eule ist gerade eingetroffen. Es ist an der Zeit für dich, nach Hogwarts zurückzukehren, Tazard. Professor Dumbledore möchte mit dir sprechen. Yo. Professor Dumbledore. Na, ah, sie juckt. Professor Dumbledore, Sie wollten mich sehen. In der Tat, ich wollte mit dir über die jüngsten Ereignisse sprechen. Scheinbar ist aus einem einfachen Schulprojekt ein ziemliches Fiasko geworden. Ich hatte gehofft, diese Gelegenheit, verschiedene Berufe auszuprobieren, würde dich weit weg von deiner Auseinandersetzung mit R bringen. Aber Professor Dumbledore, leider scheinen Sie mir auf Schritt und Tritt zu folgen. So sieht es aus, Mr. New. Aber es scheint auch, als wärst du auch im Angesicht aller Widrigkeiten stets unverzagt und erfinderisch gewesen. Ich glaube, ich verstehe sie nicht ganz, Professor. Ach, dann lass uns darüber reden. Was hältst du davon? Yo. Ich fürchte, dass das jetzt schon die letzte Aktion in dem Update ist. Es riecht verdächtig danach. Aber zu lang soll es eh nicht werden, sonst passt das Video auf YouTube nicht. Und die Updates sind heute nochmal nicht länger. Ja, sonst streamt heute gar keiner, okay. Eigentlich hätte ich gedacht, so 19 Uhr. Aber es ist noch nichts angekündigt, oder? Also wenn ich morgen streame, werde ich nachmittags streamen, wenn ich nicht so müde bin. Aber das werde ich nur Discord ankündigen. So mindestens eine Stunde vorher. Du hast in deiner Zeit hier große Taten vollbracht, Mr. New. Sich den dunklen Mächten entgegenzustellen ist keine Kleinigkeit, insbesondere für einen Schüler. Erzähl mir, wie fühlst du dich, müde? Bald steht die Verhandlung vor dem Zaubergemott an und du hast schon wieder eine Begegnung mit R hinter dir. I am Weasley, wütend. Ich bin wütend, Professor. R mischt sich ständig in mein Leben und in die Leben meiner Freunde ein. Ganz egal, was ich mache, sie sind immer schon dort und machen mir das Leben zur Hölle. Dein Zorn ist gerechtfertigt, aber ich rate dir, damit vorsichtig zu sein. Selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer sind ihrem Zorn verfallen und haben unüberlegte Entscheidungen getroffen. Denn das ist der Pfad zur dunklen Seite.
Ich möchte dir einen Rat geben, Mr. New. Ja, Professor Dumbledore? Möglicherweise kann dir eine Selbsthilfegruppe helfen, Kraft für den Weg zu finden, der vor dir liegt. Vielleicht ist es an der Zeit, eine gewisse Gruppe wieder zu vereinen und neue Mitglieder aufzunehmen. Vielleicht haben Sie recht, Professor. Ich glaube, es ist an der Zeit für ein Duell, den Kanatzirkel wiederzubeleben. Wir sollten uns unbedingt wieder treffen. Duell. Ja, ich dachte es mir schon. Das war's mit dem Update. Yo. Das nächste Harry Potter Update wird irgendwann im Laufe der nächsten Woche kommen. Würde ich jetzt mal sagen. Das wollte ich nicht. Was will Luck denn streamen? Gucken wir doch mal. Oh. Vernaschen Sie die Welt. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Also Leute, so zwischen 19 und 20 Uhr, das ist schöne Startzeit, geht's weiter bei Luckfi mit einem Vernasche die Welt Stream, wo Süßigkeiten probieren. Und ich schätze, dass heute auch meine Box aus Großbritannien drankommt, die ich ihnen geschenkt habe. Und ja, wer ist denn noch alles da? Nami ist noch da, Skabor, Gatchin, seid ihr auch noch da? Yo. Sehr schön. Aber ich fürchte, Skabor ist nicht mehr da. Naja, je nachdem, wie gut ich heute schlafen werde, gibt's morgen wahrscheinlich... Ah, wie geil! Hi Chris, ich begrüße dich, bist leider... ein bisschen spät dran, weil das Update ist fertig. Das nächste Update kommt irgendwann nächste Woche, wenn es schon draußen ist. Und morgen gibt es wahrscheinlich einen Cyberpunk-Stream. Das wird aber nur auf unserem Discord angekündigt. Moment. Name hat es geschrieben. Besten Dank, Namelein. Komm einfach hier drauf. Es gibt auch noch zwei andere Streamer auf Discord. Und zwischen 19 und 20 Uhr wird es einen Essensstream von Süßigkeiten von den beiden geben. Und vielleicht interessiert ihr das ja. Ja, ich bin im letzten Jahr, siebten Jahr. Und yo. Dadurch, dass ich jetzt so lange nicht mehr gestreamt habe, habe ich jetzt einige Edelsteinchen. Das heißt, das nächste Update können wir auch ohne Probleme durchzocken. Yo, das war's jetzt allerdings für heute, meine lieben Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Und wahrscheinlich bis morgen, spätestens bis zum nächsten Update. Ciao, ciao.